Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute das erste Opening-Video aus dem neuen Addon präsentieren. Wir wollen nämlich einmal den Great Vault oder auf Deutsch die große Schatzkammer öffnen. Und das ist quasi das Pendant zur Mythic Weekly Chest bzw. zur PvP-Kiste im einen verschmolzen. Plus dann noch eine Raid-Boss-Kiste. Wir werden uns das gleich mal ein bisschen genauer angucken, schauen, was ich da rausgezogen habe. Und ja, erstmal, was habe ich großartig an Gear? Was könnte ich gebrauchen? Und was habe ich letzte Woche gemacht? Ich habe jetzt 188er Gear. Mein Legendary habe ich noch nicht gecraftet. Das will ich danach craften. Nicht, dass ich an dem Slot ein Legendary crafte, wo ich jetzt vielleicht ein relativ gutes Item bekomme. Ich bin ja nicht aktiv gerade in der Gilde am Raiden. Dementsprechend habe ich jetzt noch relativ viele 184er Items an. Ich habe, glaube ich, letzte Woche random 6 NHC-Bosse umgehaut. Einen HC-Boss habe ich mitgenommen. Und ich war 2 Mythic Dungeons. Moment, ich habe einen Achter gemacht, schön depleted, aber nur so 5 Minuten depleted mit einer Random-Gruppe. Und hier, schaut euch das an, 2 Stunden habe ich mich durchgequält, es waren noch viele Tote dabei, deswegen ist die Zeit noch höher. Durch einen 10er-Key, auch mit einer Random-Truppe, wo Movement jetzt nicht ganz oben auf der Liste stand. Wir haben quasi uns da durchgewiped, aber 10er-Key, ich müsste jetzt ein halbwegs gutes Item rauskriegen. So, das sind die Grundbedingungen, die wir haben. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen mal, was da drin ist. Machen wir es mal auf. Also ich war auch nicht auf der Beta unterwegs. Ich habe noch nicht ganz so viel Ahnung, wie es funktioniert. Aber ich müsste ein halbwegs hohes Item bekommen. So, und jetzt zeigt er mir hier 2 Auswahlmöglichkeiten an. Ich habe erstmal eine Brust, eine 220er aus dem 10er Key. Hat sich schon mal gelohnt, da durchzuwipen. Die Stats sind natürlich jetzt nicht so optimal. Mastery Crit ist jetzt nicht das Optimale, aber 210 carried mich natürlich extrem nach oben. Und die andere Alternative wäre hier einen 200er mit Biss-Stats, aber ganz ehrlich, 20 Item-Level Unterschied. Und außerdem habe ich hier schon einen 200er und dort haben wir... ach ja, die Brust habe ich mir auch, und zwar, da habe ich mir von der Ruffraktion die Brust gekauft, fällt mir gerade ein. Ach, ja gut, aber das ist trotzdem ein relativ großer Upgrade. Ich hätte jetzt natürlich noch 2 weitere Mythic Dungeons machen können, dann hätte ich hier noch eine weitere Auswahl gehabt, aber dann ist es, glaube ich, das niedrigste von den 4 besten Runs. Also hätte ich dann 4 Zehner machen müssen, um hier nochmal ein 220er Item zu kriegen. Und am Anfang will ich jetzt erstmal ein bisschen das Item-Level hochpushen. Ich hätte auch nochmal einen zusätzlichen Raid-Boss killen können. Dann hätte ich hier auch ein zusätzliches Item gekriegt im NHC. Hätte aber trotzdem nur ein 200er Item-Level-Item bekommen. Beim Guardian Druid steht in den allermeisten Guides, was man für Stats nehmen soll und was ich auch selber so empfinde, das Item-Level tatsächlich key ist. Ja? Also Item-Level ist der wichtigste Stat, weil die anderen Stats nicht so extrem weit auseinander liegen. Das mag bei manch anderen Klassen anders sein. Ich glaube, bei Arcane Mage war immer Mastery Tempo oder ich weiß es gar nicht genau. So viel höher über den anderen Stats, dass man auch das Item-Level wesentlich weiter unten, oder war das der Feuermage? Ich kann es euch nicht sagen. Also es gibt verschiedene Klassen, wo die Stats wesentlich mehr gewichten. Beim Guardian Druid ist es tatsächlich Item-Level-Key. Deswegen habe ich jetzt auch nicht nochmal auf Teufel komm raus den 7. Boss umgenatzt. Einfach, weil ich eh schon wusste, ich kriege da nochmal ein 200er Item. Und wenn ich hier ein 220er rauskriege, ist das in jedem Fall besser, egal was es ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob jetzt mein Spec eine Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich schon, ne? Also gut, das habe ich jetzt nicht geguckt, dass ich mein Spec und ich ausgewählt habe. Jetzt kann ich mal hier gucken. Ich kann noch was anderes nehmen. Mysteriöses posierende Kugel könnte ich jetzt auch noch nehmen. Ah, okay, da ist Stygia drin. Ja gut, aber Stygia will ich jetzt nicht. Das kann man jetzt vielleicht irgendwann anders nehmen. Im Mythic-Bereich, Mythic-Plus-Bereich hätte es halt die Möglichkeit gegeben, dass ich halt ein Dungeon mache, was ich jetzt, oder ich habe 2 abgeschlossen, 4, dann hätte es hier nochmal eine Auswahl gegeben oder 10. Und so weit, wie ich das verstanden habe, zählen halt immer die, in dem Fall die 4 Besten oder die 10 Besten. Aus denen wird dann das Niedrigste gewählt. Heißt, wenn ich jetzt noch 2 Zweier-Keys gemacht hätte, dann hätte ich zwar hier die Kiste bekommen, hätte aber hier ein relativ lowes Item. Wenn ich 4 Zehner gemacht hätte, dann hätte ich hier auch ein 220er Item bekommen. Ne? Und selbiges gilt dann halt auch für die 10er-Kiste. Heißt, einfach nur viele Low-Dungeons spammen bringt dann nichts. Ihr müsst quasi aus den 4 oder aus den 10 wird quasi dann das Niedrigste genommen. Zumindest so, wie es ich verstanden habe. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da Käse erzähle. Das ist jetzt auch meine erste Kiste. Und selbiges gilt dann auch hier für die Kisten. Ne? Heißt,
bei den 7 und 10 Bossen ist es jetzt so, dass man dann das aus der niedrigsten Stufe bekommt. Heißt, wenn ich 7 Bosse im NHC gekillt hätte und 3 im HC oder 4 im HC, dann würde ich zwar hier dann eine HC-Kiste kriegen, hier aber immer noch eine NHC-Kiste. Ja, dementsprechend habe ich da auch nicht mehr großartig weitergemacht. Im PvP weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Hier hängt es anscheinend davon ab, also die Anzahl, wie viel man bekommt an der Ehre, die man in gewerteten Schlachtfeldern gespielt hat. Ich schätze mal, die Höhe des Item-Levels, die wird dann wahrscheinlich vom Rating abhängen, schätze ich einfach mal. Und die Option mit dem Stygia, die scheint ja ganz nett zu sein. Später vielleicht für einen Bonussockel, wenn man ziemlich ausgegiert ist, wisst ihr, also wenn man schon Max oder halbwegs Max gegiert hat und noch einzelne Upgrades bräuchte und dann nur Mist kommt hier, dann kann man Stygia nehmen, dann gibt es dann nochmal einen extra Sockel, den man sich aufs Gear drauf basteln kann, wenn man den Venari soweit hat, dann ist es von Interesse. Jetzt würde ich aber sagen, ist ja uninteressant. Gut, wir nehmen jetzt einmal die Brust, wie gesagt, die hat jetzt nicht optimale Stats. Aber ist okay. Ich kriege jetzt dann einen 9er Key. Ich hatte ja letzte Woche einen 10er gemacht. Das ist schon mal ganz nett. Habe ich einen 9er Key. Und es gibt ein Quest-Item. Ach so, das ist für die Quest, die wir hier angenommen haben. Es dürfte jetzt mein Item-Level. Naja, gut, das hat es jetzt eigentlich nur um 1 erhöht. Das, ja, nicht so cool. Aber wisst ihr, was gut ist? Brust ist ist eigentlich neben Schultern, Kopf und Hose einer der Slots, die am meisten Stats drauf haben. Ne? Also jetzt pur gesprochen von Stats ist es besser, eine Brust zu kriegen, als zum Beispiel einen Umhang oder einen Ring oder Handgelenke. Die haben relativ wenig Stats. Deswegen zwar nicht die optimalen Stats, die ich haben will, aber zumindest einen Token, wo relativ viele Werte drauf sind. So, wir geben jetzt mal die Quest ab. Ach, da gibt es dann noch einen Legendary. Okay. Ah ja, das ist für die Katze ganz nice. Das kann ich dann nachher nur abgeben. Und ja, damit sind wir soweit durch. Ich werde jetzt als nächstes mir mein Legendary craften. Da kann ich mir, glaube ich, die Woche dann einen Rang 3 craften. Das müsste mein Item-Level dann auch nochmal ein bisschen hochpushen. Beziehungsweise, vergesst bitte nicht, es gibt die Woche eine Quest für 4 Mythic Dungeons, wo ihr einen 2.13er Item bekommt. Wenn ihr hier im Great Vault viele verschiedene Sachen freigeschalten habt, dann könnt ihr diese Quest vorher erledigen. Also bevor ihr die Kiste öffnet, dann seht ihr nämlich aus der Kiste, was ihr an 2.13er Item bekommen habt und könnt euch danach hier entscheiden. Hätte ich wahrscheinlich sinnigerweise auch vorher machen können. Die Geschichte ist, ich hatte ja die Auswahl zwischen dem 200er Item, was ich schon wusste, und dem 220er. Also selbst wenn ich jetzt hier ein 213er Brust bekommen hätte, hätte ich trotzdem die 220er Brust genommen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich es jetzt nicht vorher gemacht. Kann bei euch aber anders aussehen. Vielleicht habt ihr ja wesentlich mehr gemacht. Vielleicht raidet ihr ja Mythic Mythic ganz sicher nicht, HC mit der Gilde und habt da halt einiges mehr an Loot. Gut, ich würde sagen, lassen wir es dabei bewenden. Mich würde jetzt aber brennend interessieren, was ihr letzte Woche so gemacht habt, beziehungsweise also in WoW, was für die Kiste relevant ist, was ihr sonst so gemacht habt, könnt ihr gerne für euch behalten. Und was ihr vor allem für ein Loot rausgezogen habt, das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening-Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.